Stern weg. Nein, Münzen. Stern weg wäre so ein Banger. Bowser, ich küsse dein Auge, wenn du das machst. Ach so, Moment, man kann das... Yo, Bro, wir lesen halt auch nie, ne? Hast du dich von meinem Chance-Teil mittlerweile erholt? Ich gleich's aus, indem ich meinen Stern zurückhole. Was geht denn bei dem da oben ab? Nein, bleib doch noch! Nein! Mann! Ich hätte jetzt 2 Sterne kaufen können! Ja, hättest du. Hätte. Fahrradkette! Dieser Dulli! Stimmt! Warum hast du nicht die Ladenbox-Ding gemacht, wo dir Rabattaktionen war, du Dulli? Weil ich Kamek vertraut habe! Ich wusste nicht, dass der ja, nur... Ja, dann hättest du doch nur mal gewürfelt und wärst trotzdem dahin gekommen. Bei deinem Geld richtig dumm von dir. Was laberst du? Ich war doch nur 3 Felder von dem Laden entfernt. Ja, und da hättest du in 2 Laden... Ich komm schon wieder nicht am Stern! Oh, ich lach so, wenn er dir dann weggeklaut wird. Dann hole ich mir die scheiß Stempelkohle halt ab. Gib her. Ich hätte noch gesammelt. Ich meine, du hast doch genug Geld. Psst. Kannst du nicht auf Bowser landen, der dir so ganze Geld abzieht? Ich habe noch kein einziges Bowserfeld gesehen. Wo ist der? Kann es sein, dass der keinen Bock hat? Doch, ich hab's schon mal gesehen. Oh, ganz oben war, glaube ich, eins. Okay, man kann den Aufzug von oben und von unten benutzen, das ist gut. Auch sie sammelt einen Pechpunkt. Ich glaube, sie und ich, wir sind die einzigen bisher auf einem roten Feld, oder? Schön, dass du nicht mehr vorankommst. Oh, jetzt kriegst du auch einen Punkt. Mich hätte interessiert, was er bei der Rabattaktion gehabt hätte. Fast ein bisschen schade, dass wir das Event nur zweimal haben werden. Also, ich fühle mich in der Anfangsaussage bestätigt, hier lohnen sich 20 Runden oder mehr sogar. Zum ersten Mal. Ja, um einfach alles mal zu erleben. Ey, und die Abstimmungsfunktion ist so viel geiler, als sich nur auf diesen Zufallsgenerator zu verlassen. Ja. Auch wenn wir jetzt nur Müll zur Auswahl haben. Ja, komm, das Rechte, das geht. Das ist besser. Vor allem, da war ich noch nie einzeln. Also gewissermaßen sehen wir dann doch etwas Neues. Wie lange muss ich durchhalten? Ein 30er? Boah. Leute, macht keinen Scheiß. Oh Gott, sind die dumm! Was machen die denn? Boah, noch nicht mal die Hälfte. Das ist unübelst unfair. Also, geh mir nicht mal eine Situation her! Schau mal an, wie doof die sind. Nee, ich bin einfach schlauer als ihr. Nein! Nein! Oh mein Gott, schieb, schieb, du. Ja! Macher! Sie sind so unfähig, echt unfassbar. Aber was für eine heftige Situation bei dem Cheep Cheep, ey. 40% meines Affenfleisches war schon beim Lidl verpackt. Das ist witzlos, dass das nicht gezählt wurde. Tja. Nächste Runde. Ich gehe auf 1000% sicher, weil ich den Beschiss hier langsam satt habe. Wieso Beschiss? War alles fair bisher. Ach so. Ja? Mhm. Sie ist legit. Wenigstens kann ich nochmal zum Kamek gehen.
Vielleicht hat er ja jetzt neue Ware geliefert bekommen. 2 Sterne in der Warentabelle. 1 Stern. Nein. Wo ist der nächste? Mittlere Etage? Na, nee, ganz da oben. Damn. Da bringt mir ja noch nicht mal mein Porter was. Können wir was machen? Du hast denselben Scheiß? Der kostet anscheinend immer nur eine Münze. Dann war das totaler Scam, dass du bei ja, damit stimmt, dann war das Scam. Ja. Es gibt ja keine halbe Münze. Hä? Zählt die Rabattaktion dann nur bei Cooper oder was? Ja, anscheinend. Oder bei den anderen Läden, außer Carmack. Was ist denn das für ein Blödsinn? Carmack ist ein Ramschladen halt. Hier lande ich. Es sei denn... Ja, lohnt sich nein, das... Ich geh hoch da. Oder du gehst nach unten und... Ja. Nein, das bringt mir überhaupt gar nichts. Komm, fahr schneller. Schade, ich hätte die Tombola natürlich gerne gesehen, ne? Ja, aber da musst du auch drauf landen, das ist halt das. Das finde ich ein bisschen doof, dass man bei sowas drauf landen muss. Ja, es ist wahrscheinlich was ziemlich Heftiges, deswegen. Die hat jetzt alle? Ja. Oh, wow. Aber sein 1-Euro-Shop ist ja wirklich Blödsinn dann, oder? Was soll das denn? Kann ich jetzt endlich mal was Vernünftiges würfeln hier? Du wurdest geblacklistet von dem Spiel. Zu Recht. Ja. Komm. Boah, ich hatte schon die Befürchtung, dass du jetzt da wieder auf dem Ausrufezeichen landest. Aber wäre schon gut, wenn wir die Spezialläden sehen. Jetzt vielleicht. Ja, zumindest mal hier, das da. Oha. Das ist der letztplatzierten Laden. Sie ist sogar letzter. Ja. Boah, hat sie dann Glück. Sie bekommt Geld und kann dann noch was kaufen, was wahrscheinlich völlig OP ist. Ah. Der Sticker. Ja, ist halt eine riesen Map, ne? Also man bräuchte mehrere von denen. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass... Nein, ich will das Carmack das nicht im Angebot hat. So, und alle haben mich berichtigt. Ja? Du hattest recht, das ist ja, Mario Party 1. Ich kann mir das nicht erklären, weil ich habe Mario Party 1 so gut wie nie gespielt und ich kann mich wirklich ja, aber du hast Mario komplett Party erinnern, 2. wie ich das 100.000 Mal in Mario Party 2 gespielt hatte und abgefuckt davon war. Aber offenbar stimmt das nicht. Ich kann mir das nicht erklären. Genauso wenig, warum ich hier wie auch immer. Warum ich es nicht schaffe, die Truhe nach oben zu befördern. Meine ich. Gib mir die große Truhe. Gib sie mir. Nein, du nicht. Du nicht! Bleib stehen! Ich sag ja, das Game ist Dreck. Ja, besser als das Glücksspiel. Das war wenigstens skillbasiert. Na, wobei... Ich finde, dann hätten sie mehr Münzen in die Truhen packen müssen. Oder mehr Truhen. Außerdem, du hast genug Geld, was willst du? Ja, es geht aber um den Minispiel-Sieg. 2 Runden bis zur nächsten Rabattaktion. Wir kriegen halt wirklich immer dieselben Jungle-Partner. Ja, und der war der nutzloseste überhaupt. Eben, der hat mich ja nur verarscht, dieser kleine Dulli. Das kommt noch dazu. So, was jetzt? Es bringt halt nichts, sich jetzt zu supporten. Daisy hat den Stern sicher. Das sind nur Münzfelder vorne, ne? Ja. Ich nutze trotzdem den Pilz, weil ich möchte mit Sicherheit zu dem Cooper-Laden gehen.
Was mir ja so auch gelingt. Was hast du? Hat der auch nur drei Items eigentlich? Ja, die haben immer nur... Nee, der hat mehr. Ja, aber jetzt auch nichts mega Besonderes. Das Ding hier könnte schon was bringen. Ja, wenn du halt auf einen bestimmten Laden willst. Ja, ich würde schon gerne den Shy-Guy-Laden sehen. Und am besten natürlich, wenn ich dort einkaufen kann. Aber wo ist der? Ganz oben rechts oder wo? Oder du kannst auf Chance-Time gehen, so wie ich. Mit diesen Würfeln. Nein. Das werde ich nicht tun. Oh, da ist ein Pechfeld. Junge, ja. Nein. Mann. Doch. Oh, bitte Geld halbiert. Das geht doch nicht, oder? Ach. Ja, das passt ja. Ich hatte jetzt Angst von wegen Item abgeben, weil meine beiden Items sind mir sehr, sehr lieb. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Jetzt kriegt sie erstmal 50 Taler. Boah, ey. Das ist schon heftig, aber ja. Kann ich nicht haten. Sie hat sich's verdient, ne? Sie hat Coupons gesammelt. Genau. Sie hat die Bedingungen erfüllt, also kriegt sie das Geld. Nicht mal sie will Luigi. Stimmt. Armer Luigi. Lol. Oh, da ist ein Goldgumba-Laden. Hä, wie viele verschiedene Läden gibt's hier denn bitte? Oh Gott, nein! Bowser! Komm, Münzen! Stern weg! Nein, Münzen! Stern weg, wer ist so ein Banger! Bowser, ich küsse dein Auge, wenn du das machst! Münzmischer! Hast du gesehen, wie sie den Stern bekommen hat? Das ist so gottlos! Nein, noch eins weiter! Was machst du? Vor allem, warum bestrafst du uns alle, du Stück Scheiße? Ja, weil du mir was Schlechtes wolltest. Du bist und bleibst das Allerletzte. Nie kann er mal positives Karma sammeln. Ja, aber jetzt kann doch Daisy sich nicht den Stern holen und du kannst dir den Stern holen. Wo ist der Stern? Weil ich wollte jetzt eigentlich da auf den Laden gehen. Ach so, Moment, man kann das... Yo, Bro, gelesen halt auch nie, ne? Doch, mir war das klar, dass du das auf einen Spieler anwenden kannst und der halt das Doppelte dann zahlt. Ach so, ne, ich Idiot dachte, dass man da halt auf Ernst, das auf ein Feld kleben muss. Ach, ich kann beides kombinieren! Ich kann Stern holen und bei dem Laden landen. Aber warte, jetzt klaut sie von dir! Ja, juckt mich nicht. Ich bin reich. Ja, aber du musst jetzt 40 zahlen. Schalte ich halt zwei Werbungen mehr. Ja, sie hat alles. Komm, ich will jetzt sofort dran sein, ich bin hyped. Die nächste Runde könnte ein Banger werden. Let's go, let's go, let's go, let's go. Boah, das war knapp. Am Schmutzfeld vorbei. Habe ich aber auch nur hier gesehen. Gibt's noch ein zweites? Oh, Cash Minigame. Muss ich gewinnen, let's go, komm. Ja, wir sind in einem Team. Oh, wir beide, okay. Oh, Fleisch schneiden bitte. Ja, nimm Fleisch schneiden. Da muss man die Hälfte immer durchcutten. Okay, ja. Endlich kommt das mal. Also, weil wir es erzwungen haben. Immer die Mitte finden und dann warten, bis der Timer aus ist. Okay. Ja, es ist doch easy. Ja, vor allem sieht es lecker aus. Von wem das Fleisch wohl ist? Von Yoshis. Die letzter wurden. Hm? Die haben sich ja total verschätzt. Also die haben es auf jeden Fall besser als die, da bin ich mir sicher. Jetzt musst du so ein bisschen schräg gehen, würde ich sagen. Nein, du musst schräg gehen. Du gehst schräg, ja. Noch mehr. Noch mehr, 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 mehr. Das war schlecht. Finde ich jetzt nicht. Jetzt muss ich schräg gehen. Ja, also im Prinzip können es beide schräg gehen. Es ist halt nur Abstimmungssache. Geh aber noch weiter.
Nein, das ist sonst so viel. Passt so. Das war schlecht, fand ich. Nee, das passt nicht. Das war schlecht. Am ersten sind wir ganz, ganz deutlich. Da auch? Da auch. Genauso ja, gut wie das erste. Und das, denke ich, ist nicht so gut. Hey, doch. Doch. Alle drei eigentlich nahezu perfekt. Fast perfekt, ja. Nahezu perfekt. Ja, das sieht man, das ist von Vorteil, da ich so oft koche. Ich kann das immer perfekt abschätzen. Ich muss das ja auch immer aufschalten und alles. Okay. Ich habe das perfekte Auge dafür. Ja, 20 Münzen für beide. Du hast sie vor allem nötig. Ja, schon. Und ich möchte in dieser Runde jetzt alles abreißen. Oh, schade. Das wäre so nice gewesen, wenn der Rabatt jetzt gewesen wäre, ne? Ja, du hast ja auch den Sticker. Also, was brauche ich denn? Eine... 5. Yay! Aha, der Würfel riecht es schon. Erstmal der Ach, stimmt. Oh. Muss ich dann bei dem Laden auch ja, doppelt musst du zahlen? Auch. Oh, come on! Also Daisy, du Mistvieh, du Dreckiges! Ich dachte, du magst Daisy. Damit hat sie mich ja richtig gehittet. Oh mein Gott, Mann. Aber ich muss, ich habe keine Wahl. Der Superladen. Mhm. Ja, komm, jetzt kann ich... Oder ist das schon die... Nein. Ich kann also, mir den Super-Duell-Handschuh nicht leisten. Also da hat Daisy dir echt einen Gefallen getan. Ja, dann haben wir es wenigstens gesehen, Leute, ne? Es gibt ihn. Aber du kannst ihn dir nicht leisten. Ja. Da gibt's den Superspiegel und den Superhandschuh. Aber bedankt euch bei Daisy, dass das nicht zum Einsatz kommen wird. Stand jetzt. Der Schmerz sitzt tief. Hast du dich von meinem Chance-Teil mittlerweile erholt? Ich gleich's aus. Indem ich meinen Stern zurückhole. Was meinst du, warum ich nichts gekauft habe? Der Spiegel hat mich schon angelacht, aber der Buhu lacht noch mehr. Als ob. Mhm. Boah, ich bin kurz vorm Stern. Wenn ich hochwürfel, kann ich... Ja, dann kannst du ja einen legal kaufen, aber meinen hole ich zurück. Als sehr legal kommt. Komm bitte. Oh, ich brauche nur 6, bitte. Hast du nicht verdient? Nein! Oh. Rosalina, hol dir den Stern. Und dann noch rot. Oh, wie belastend ist das bitte? Du hast halt wirklich nur Pech, seitdem du dieses Schal. Oh, da ist noch eins. Ach nee, Quatsch. Das ist dasselbe. Seit du das benutzt hast, hast du nur Pech. Stimmt doch. Du wurdest in-game sehr, sehr downgerankt. Da wurde ich schon von Anfang an, hallo? Assi-Verhalten. Das Spiel hat mir schon von Anfang an immer einen Nachteil gegeben. Du wurdest nur bevorzugt von dem Spiel. Warum gibt es eigentlich Pilz bei Kamek? Das passt ja mal halt überhaupt gar nicht. Und Würfel kann man hier irgendwie gar nicht kaufen, oder? Kann es sein? Vielleicht wird ja Rosalina so doof sein und einfach die Röhre einsetzen. Nein, also komm. Oder sie würfelt niedrig. Dann muss ich aber los. Und schon wieder muss ich dich carryen. Das hat ja, mir noch nicht. Eigentlich sind alle neu, aber ich glaube, das fühle ich am meisten. Das haben wir alle dabei. Ach nein, das ist das! Oh nein! Das ist Schmutz! Ich dachte, das ist am meisten. Ja, egal, wir haben es noch nicht gespielt. Wir wollen ja was Neues sehen. Waagrecht! Musst du Pedale treten, aber es kommt halt natürlich auch drauf an, wer schneller macht, ne? Weil so wird die Richtung vorgegeben. Hä? Ich check das nicht. Bro, wenn du mehr tretest als ich, dann ja, gehen wir nach rechts. Ja. Wenn ich mehr trete als du, gehen wir ja, nach links. Ja, das ist mir klar, mach auf, okay.
Scheiß drauf, du weißt, was ich meine. Ja. Mach einfach, was ich sage. Am Anfang schnell und dann lässt du, dann lass ich nach. Also du, schnell. Schneller. Das ist viel zu langsam. Sie hat aus Versehen kurz auf Pause gedrückt. Ja, wir haben hier verloren. Ist okay. Ende! Das ist echt ein Schmutzspiel. Wir wollen! Aber bei dir kam auch irgendwie nichts, oder? Doch, aber bringt ja nichts, wenn wir schon vor der Absperrung sind. Egal. Ja, das war die peinlichste Performance of all time. Aber haken wir es ab. Rabattaktion Nummer 2! Jetzt kannst du ja den Laden herholen. Da kommen wieder die ganzen Kaufsüchtigen. Mhm. Um die Läden leer zu räumen. Ah, die sind sogar da, guck mal hier. Ja. Bei dem einen Bruder. Nimm doch dein Item. Ja, weiß ich nicht. Wo ist denn der Stern jetzt? Da unten. Ach so, Quatsch, wieder zum Buhu. Dann keine Rabattaktion. Komm, eins. Ich hole mir meinen Stern zurück, wie gesagt. Wieso nicht von Rosalina? Die ist Platz 2 und hat das meiste Geld. Also das ist dann Betrug. Ja, da sieht man, dass es dir nur darum geht, mir zu schaden. Du hast mir den Stern und mein Geld weggenommen. Ja, und wer hat in den anderen Partys mir Sachen geklaut und du mich bist behindert? Eindeutig diejenige, die am meisten Sterne geklaut hat. Außerdem habe ich es nicht geklaut, ich habe ihn mir verdient durch Chance Time. Verdient? Ja, ich habe ihn mir verdient. Yo. Du hast ihn mir jetzt geklaut. Ich hatte ihn mir fair erkämpft, fair gewürfelt. Nee. Was kriege ich hier denn? Hoffentlich nur Schmutz. So ein Stoppwürfel wäre perfekt gewesen, weil dann hätte ich vielleicht zum goldenen Goomba gehen können. Und Rosalina nimmt sich den anderen Stern. Ja, Yoshi ist finished. Sie landet auf Chance Time. Nee, Tombola. Das heißt, die sehen wir auch noch. Ach so. Ah, und da kann man eine Goldröhre gewinnen. Stern erhalten. Ich glaube, das ist sowas ähnliches wie die Lotterie in Mario Party 4. Kann der Stern bitte hochgehen? Sehr, sehr gut. Aber jemand, Daisy hat den Spiegel. Ich hoffe, sie tauscht mit dir. Sie kann dich ja eh oder so gut oder sie gewinnt leiden. Die Röhre. Also ich werde den Stern wahrscheinlich nicht kriegen. Aber ich habe ja auch 3. Was juckt mich denn? Ja, sie hat auch bald 3. Und? Boah, das ist bitter. Der schlechte... Was? Ja, sie hat wohl 3 Versuche. Oh. Trotzdem versagt. Boah, stell dir mal vor, die tut 3-mal die Goldröhre bekommen. Wow, stimmt. Das ist ja theoretisch möglich. 3 Goldröhren. Dann würde ich aber wirklich die Konsole ausmachen. Das geht ja gar nicht. Oh, jetzt darf ich noch Geld abgeben. Du bist komplett am Boden. Ja, ich bin komplett gecancelt hier von allen. Komm, Rosalina. Daisy. Ja, natürlich macht das. Nee. Hat sie überhaupt den Superspiegel oder den normalen? Sie hat einen normalen, aber warum macht sie das nicht? Ah, weil sie 30 Münzen haben will. Das heißt, sie hat den Stern abgeschrieben. Aber Rosalina hat auch noch eine Röhre. Ja, also ich bin mir auf jeden Fall noch nicht sicher, dass ich den kriege. Sag ich euch ganz ehrlich. Hoffentlich kriegst du ihn nicht. Oder sie wusste, dass sie jetzt endlich der Stern drin ist. Nein, ist keiner. Unser 15. Block und immer noch kein Stern. Jo, ey. Mittlerweile würde ich sogar einen CPU gönnen, nur damit wir sehen, dass es sie wirklich gibt. Mit Rosalina im Team bei dem mittleren Game, weil wir das noch nicht hatten. Ja.
bekannt aus einer früheren Mario Party. Glücklicherweise kommt es auch. Du musst den Weg, oder je nachdem wer du bist, ja, du bist der Schießer. Du musst den Weg schießen und der andere muss den Weg gehen. Hä, wie gehen? Ja, eine Brücke machen halt. Ach so. Ein bisschen weiter auseinander kannst du schon. Du musst halt überlegen, okay, wie weit könnten die denn springen? Was macht denn Sinn? Aber man darf natürlich auch nicht zu viel Risiko eingehen. Sollten wir aber in der Regel gewonnen haben. Ja, wie, das schaffst du nicht. Oh Gott. Ist das dein Ernst? Okay, trotzdem. Wie schnell wart ihr denn? Ja, ich finde das mit dem Spiel auch nicht gut, weil es ist halt immer dasselbe Muster. Ja, super, dann bist du ja voll, bin ich ja voll benachteiligt. Ja gut, aber das ist ja von der früheren Mario Party, also du hast es ja auch schon mal gespielt. Ja, irgendwann, ich kann mich an das Spiel null erinnern. Ich hätte das nicht nochmal in eine neue Party gepackt, sondern die Entwickler.